Asura Siddhasana, die Stellung des Weisen Vollkommenen. Sura heißt der Weise, ein Gelehrter, auch ein Lehrer. Sura ist auch die Sonne, der Sonnengott. Siddha ist derjenige, der vollkommen ist. Hier ist also die Stellung des Weisen Vollkommenen oder auch der Weisen Vollkommenen. Raffaela wird jetzt zur Weisen Vollkommenen werden. Komme zu Padmasana, zum Lotussitz. Kreuze die Arme hinter dem Rücken, fasse mit der einen Hand an den einen Fuß, mit der anderen Hand an den anderen Fuß. Dann beuge dich etwas nach vorne und bringe das Kinn zum rechten Knie. Das ist eine Variation von Sura Siddhasana. In der zweiten Version beugst du dich einfach nach vorne und bringst den Kopf auf den Boden. Und so ist Sura Siddhasana identisch mit Yoga Mudrasana. Du kannst dich natürlich auch über das linke Knie beugen. Und so könnte man sagen, es gibt Purana Sura Siddhasana, Kopf in der Mitte. Es gibt Dakshina Sura Siddhasana, Kopf rechts. Und es gibt Vama Sura Siddhasana, Kopf links. Yoga Mudrasana, auch genannt Purana Sura Siddhasana, gehört auch zu den entspannenden Stellungen, zu den meditativeren Stellungen, zu den Stellungen, die helfen, den Geist nach innen zu bringen, zu Pratyahara. Und wenn du in der Lage bist, deinen ganzen Geist nach innen zu richten, wirst du zum Sura Siddha, zum Weisen Vollkommenen. Wenn es dir gefallen hat, klick schnell auf Daumen hoch, gefällt mir, teile die Sendung mit anderen. Da dieses Video das letzte ist, das wir heute machen und Teil von etwa 150 Videos, die wir heute gedreht haben, ist, wollen wir gleich dreimal Om singen und danach ein Segensmantra für deine Yoga-Praxis. Dieses Video ist Teil des großen Yoga-Vidya-Asana-Lexikons. Etwa 5500 Videos zu den allen verschiedenen Asanas, alle bekannten Asanas auf Deutsch und Sanskrit mit ihren verschiedenen Variationen. All diese Videos findest du im Yoga-Vidya-Übungskanal auf YouTube. Du findest diese auch auf mein.yoga-vidya.de. All diese Asanas, auch mit Beschreibungen und mit mehr Informationen, findest du auf wiki.yoga-vidya.de. Und die wichtigsten dieser Asanas, die für die tägliche Praxis wichtig sind, findest du in der Yoga-Vidya-App, die es gibt für Google Android und für Apple, iPhone und iPad. Wenn du diese und andere Asanas lernen willst, dann besuche doch mal eine Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildung oder Yoga-Lehrer-Weiterbildung oder ein Asana-Intensiv-Seminar oder Workshop in den Yoga-Vidya-Zentren oder den Yoga-Vidya-Ashrams. Wenn du mal Raffaela als Yoga-Lehrerin kennenlernen willst, dann komm zu Yoga-Vidya Bad Meinberg und besuche die fortgeschrittenen Yogastunden. Raffaela, Eduard hinter der Kamera und Sukadev danken dir fürs Mitmachen und wir singen jetzt Om und ein Segensmantra für eine gute Yoga-Praxis mit viel Freude für dich. Om. Om. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Gauri Narayani Namostote Narayani Namostote. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shri Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai.